Es war einmal ein kleines Studentenprojekt, heute ist es ein Weltkonzern. Rund ein Viertel der Weltbevölkerung ist Mitglied bei Facebook. Fast 2 Milliarden Menschen klicken und liken dort, posten Kommentare und Bilder im Durchschnitt 42 Minuten täglich. Facebook konnte seinen Gewinn im vergangenen Jahr fast verdreifachen, auf umgerechnet 9 Milliarden Euro. Und das, obwohl der Konzern keine Gebühren nimmt. Wie machen die das? Die Antwort? Die Kunden zahlen mit ihren Daten. Denn mit jedem Klick wird der Kunde mit all seinen Interessen sichtbarer. Diese Informationen verkauft Facebook weiter an andere Firmen. Und deren Marketing erreicht Facebook-Kunden dann ganz gezielt. Targeting heißt das bei den Werbern. Ein Beispiel. Wer Katzen mag, bekommt Angebote für Katzenfutter. Und zwar nicht irgendwelche. Für einen Werbekunden sortierte Facebook die Katzenliebhaber in 5 Persönlichkeitstypen. Jede und jeder bekam gezielte Botschaften. Gegen Geld liefert Facebook solche Daten an jeden Auftraggeber, auch an politische Interessengruppen. Brexit-Befürworter warben so gezielt bei Fischern, die Nachteile durch EU-Vorschriften fürchteten, mit Erfolg. Dabei ist Facebook lange nicht so transparent wie seine Nutzer. Wer für wie viel Geld wen beeinflusst, ist nicht öffentlich. Verantwortlich für den Inhalt der Posts sei man nicht, sagt der Konzern und kümmert sich lieber ums weitere Wachstum. Facebook ist auf Einkaufstour und sichert so seine dominierende Stellung in der digitalen Öffentlichkeit. Inzwischen ist Facebook auf Platz 5 der wertvollsten Marken der Welt.